So, dann suchen wir mal nach der Leiche. Wo sollen die sein? Da. An dem See, okay. Nee, obenrum. Obenrum macht mehr Sinn. Ja. Hey, Hilfe! Hey, Guy, hier drüben! Hey! Wahnsinn, erlebt? Wo ist er denn? Kann ich da einfach ins... Hä? Okay, ins Wasser kann ich nicht einfach so. Leben leert jetzt aber auch nicht auf. Himmel sei Dank, diese Idioten haben meine Beine einzementiert und mich zum Ertrinken in eine Pfütze geworfen. Ich kann mich offensichtlich nicht bewegen. Könntest du etwas dagegen tun? Hängt davon ab, ob du etwas dagegen tust, dass ich für den vorherigen Job nicht bezahlt werde. Ja, ja, natürlich. Denkst du, ich bin ein Kleinkrimineller? Ein Deal ist ein Deal. Hol mich einfach raus. Da ist eine Spitzhacke in meinem Haus. Mach bitte schnell. Okay, ich habe die Spitzhacke. Lass uns zurückgehen. Ah, ich habe ja noch die Spitzhacke vom letzten Mal. Wo ist denn die? Da. Achso. Ihn darf ich nicht kaputt hauen, okay. Ah? Okay. Vielen Dank. Aua, meine Füße. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Mist. Es tut weh. Verrückt weh. Bringst du mich zu einem Arzt? Ich bezahle dich dort. Ja, okay, komm. Wie läuft der immer? Hä? Geil. Steig doch einfach ein. Hm? Hol den Kräuterlab. So, sitz auf. Er sitzt da hinten im Käfig. Bring Kräuterhändler zum Arzt. Ich hatte in letzter Zeit kein Glück, wenn ich nicht gerade im Knast den ganzen Tag Steine zerschlage, breche ich mir ein Bein und werde fast von einem Haufen Idioten getötet. Letzter, der Drogenhandel ist kein familienfreundliches Geschäft. Nee, ist es nicht. Aber es ist das Einzige, in dem ich gut bin. Ja, so ist das Leben. Na. Und dann hier. Gut, nochmal. Noch einer? Ich schwöre, ihr Kriminellen seid schlimmer als Babys. Und mit dir, Kahlköpf Gerrit, mit dir rede ich später. Okay, ich hole ihn von diesem Pferd runter und gehe. Ich brauche kein Publikum. Vielen Dank, Guy. Hier hast du dein Geld. Ein Haufen Amateure. Und nochmal einen Skillpunkt bekommen. Nice. Ein glorreicher Halunke. Nice. So. Da haben wir jetzt 8. Wir brauchen 10 dafür. So, und dann was haben wir hier? Heilrausch. Bist du nicht geil, der berühmte Schlechter? Hast du die geringste Ahnung, wie viel Arbeit du mir täglich aufhalst? Ist doch dein Job, oder? Anfangs war es okay, aber wer mag schließlich nicht ein bisschen extra Geld? Ein gebrochener Kiefer hier, ein aufgeschlittener Bauch da, dort. Alles in einem Arbeitstag. Aber jetzt ist es hier wie an einer Kriegsfront. Leichenberge über Leichenberge. Ich nähe einen Unglücksraben zusammen, während ein anderer zur gleichen Zeit krepiert. Mach verdammt nochmal langsamer, Kumpel. Das ist kein Genozidwettbewerb. Wie wäre es, wenn du mir zur Abwechslung mal helfen würdest? Wortwörtlich, für Geld. Steig auf einen Karren und bring mir die Verwundeten, bevor sie verbluten. Bring die Verwundeten, bevor sie verbluten. Verbleibende Zeit 3,55. Was? Warum jagen die mich? Ah, aua. Warum jagen die mich jetzt? Hä? Warum jagen die mich? Ah. Bitte weg. Weg von mir. Ja, aber warum jagen die mich?
Haben wir schon mal den ersten. Aua. Ey. Weg. Bleib weg. Wie, du machst mit. Nein, mach. Kann. Nein. Hä, warum jagen die mich? Warum haben die mich gejagt? Hä? Ja, jetzt ist keine Fahndung, aber warum haben die mich vorhin gejagt? Hä? Hallo Kollege! Das habe ich jetzt aber auch nicht gerafft. Warum die mich jetzt gejagt haben, was passiert ist? Ja. Gab einfach keinen Sinn. Oder weil ich diesen Karren hier genommen habe. Den Karren hat er ja automatisch genommen. Muss ich jetzt nicht verstehen. So, ersten haben wir. So, wo ist denn der nächste? Auf der anderen Seite. So. Gleich noch 3 Minuten. Einer ist aber auch hier oben. Okay, die Pferde haben aber schnell Ausdauer weg. So, da haben wir den nächsten. So, dann wieder runter und dann hoch. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum die mich jetzt gejagt haben. Also, ja. 2,5 Minuten. Ah, schaffen wir wohl, oder? Ach, nö, nicht schon wieder. Aus dem Weg. Oder besser. Und das. Hier haben wir schnell, ja, schnell. So, und wieder aufsteigen. So, da vorne. Okay, weg. Will hier jetzt niemanden aus Versehen umfahren. So. Und der letzte ist irgendwo da unten. Okay. Die Straße einfach folgen. So. Bisschen weniger als 2 Minuten. Ach nö. Boah, was ist los? Nein, nein, nein. Ach nö, 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 nein, nein, weg. Stop where you are. Rein, ja. Du bleib bitte weg. Nein. Nein, weg. So. Oh. Oh, wie schwierig es ist, hier niemanden umzufahren aus Versehen. Nein, das war falsche Taste. Boah, der Karren soll heile bleiben. Nein, weg. Boah, weg. Mach mir den Karren nicht kaputt. Nein. Ja, ist jetzt eh vorbei. Ja. Toll. Diese. Oh. Ja. Und schnell, ja. Jetzt steig auf, Guy. So. Fangen wir mit dem da hinten an.
Wir fahren ganz vorsichtig jetzt. Vor allem, ich kann hier nur auf die beiden hier wechseln, Waffen. So, und dann müssen wir hier jetzt gleich den nächsten haben. Den ersten. Da vorne, ja. So, den haben wir. Oh. So. Die Hauptstraße gleich entlang. Aus dem Weg. Oh, die nerven halt. Ob die nicht reiten können? Die können mich besser sehen als ich die. Ich sehe die nur aus der Top-Down-Perspektive. Und hier jetzt runter. Da haben wir den nächsten, ja. Da. Es sind mir auch hier viel zu viele Wachen unterwegs. So, hier vorsichtig sein. Niemanden aus Versehen umreiten. Boah. Mit dem Wagen hier auch rumzufahren, das ist auch absolute Hölle. Nein, du bleibst weg von mir. Ja. Hier läuft keiner, hier läuft keiner. Hier fährt ein Karren. Wieder ein Karren. Ah, die Wache. Bleib weg, ich will dich nicht umreiten. So, du auch weg? Hat er da hingeschissen? Da schon mal. Hat er eine Kackspur hinterlassen, nice. Also wieder der Pastor. So. Ja, schnell aus dem Weg. Anderthalb Minuten, wenig, nicht mal mehr. Dann müssen wir diesmal schaffen in dem Durchlauf. Ja, da wären wir. Ja. So. Letzte Minute. Die müssen wir jetzt hinkriegen. Ohne jemanden umzufahren und die Wachen auf uns herzukriegen. Also wieder die Nervensägen an Waffen. Bisschen schneller. Weil die Zeit wird langsam knapp. Halbe Minute noch. Ja. Boah. Fast in die Wache reingeraten. Ne, hier nicht. Aber so. Ja. Boah, der Karren hat auch einfach keine Ausdauer. Ja, da auf dem Karren. 14, 13. Ah, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Komm, 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 schnell. Ja. Komm. Müssen wir schaffen. Ja, 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 ja. Ah. Oh. Ah, ein... Ah, toll, ein weiterer Haufen zufriedener Patienten. Hey, wir haben einen Typen, der ganz dringend Hilfe braucht. Wie kann ich helfen? Er braucht eine Handreichung. Im wahrsten Sinne des Wortes, er hat seinen Arm bei einem Käfigkampf verloren. Bring ihn mit, vielleicht... Vielleicht kann ich ihn wieder annähen. Geh zur MMA-Arena. Ja. MMA-Arena war... Genau, da war die. So. Nicht rund aus dem Weg. Aber diesmal haben wir genug Zeit. Und er hat nur den Arm verloren. Oh.
Aber was ich mich frage ist, ob ich mit der Laute hier vielleicht auch irgendwie mich am Straßenrand hinstellen kann und dann so Bade spielen kann und dabei Geld verdienen. So wie die hier. Dum dum. Dum 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 dum. Da sind mir zu viele Menschen gerade. Ja, komm. Aus dem Weg. Oh, Herzinfarkt. So, MMA-Arena müsste hier sein, jetzt gleich. Ja, hier, genau. Danke. Hey, das ist eine geschlossene Veranstaltung, keine Waffen erlaubt. Ich bin nur hier, um etwas abzuholen. Trotzdem sind im Publikum keine Waffen erlaubt. Wie auch immer. Und wir haben einen Freiwilligen. Scheint, als ob der unaufhaltsame Guy sich wieder einmal blicken lässt. Was? Hey, ich bin nur wegen der Hand hier. Welche interessante Waffenwahl. Möge der Kampf beginnen. Nein, muss ich jetzt mit der Hand jemanden verkloppen? Leute, ich wasche meine Hände in diesem Kampf in Unschuld. Nimm deine Hand hoch und meine runter. Hey. Oh, ich muss eben kurz. Mein Leben muss ein bisschen sich wieder regenerieren. Den haben wir schon mal. Komm her. Komm. Guter Kampf, wie wär's mit einem High Five? das ist gegen die Regeln. Sprich mit der Hand. So, dann. Ja, geil, geh drauf, komm, setz dich hinein. Einfach rein. Wir brauchen den Karren ja nicht. Geh zurück zum Arzt, pronto. Nimm den hier mal. Jetzt fährt. Und schnell weg. Habe ich hier einfach mal so eine Hand. Kann ich jetzt Leuten Hände abhacken? Oder Arme abhacken und damit Leute verprügeln? Sind wir auch schon gleich da. Ich bin erstaunt, du hast nicht nur den verlorenen Arm gefunden, sondern hast es auch geschafft, keine weiteren abzuschneiden. Ja, diesmal nur ein paar kleine Ohrfeigen. buchstäblich stoned. So, Quest abgeschlossen. Und wir müssten jetzt 11 haben. Nice. Wir können uns jetzt das hier gönnen. So, dann was haben wir hier nochmal? Wenn du Tab drückst, erscheint ein Pferd zu deiner Verfügung. Ja, wir sammeln wieder 10 dafür, damit wir jederzeit uns ein Pferd herbeirufen können. So. Gibt es eigentlich hier sonst noch irgendwas, das offen ist? Hier haben wir noch gar nichts erkundet, sehe ich gerade. Schauen wir uns mal das an. Weil ich bin schon neugierig, wie das was hier alles sonst noch gibt. Vielleicht entdecken wir hier auch noch irgendwas Neues. Zum Beispiel den Strand. Ja. Und ein Musikstück. Sechs von 9 Notizen gesammelt. Boah,
Aber ich frage mich, ob wir auch alle finden werden. Alle 9. Und von den Hufeisen auch alle 20. Okay, da gab es nichts. Ja, dann Wasser ist weg. Wasser ist weg. Da haben wir ein Hai, das in der Luft fliegt. Noch ein paar Krebse, nice. Muss aufpassen, nicht, dass ich aus Versehen gleich ins Wasser reite. Gibt es irgendwie nichts, ne? Und das? So, 12 von 20. Nice. Ich glaube, das hier wird später auch noch interessant. Oder relevant. Eine Automatikarmbrust, okay. Sonst gibt es irgendwie nichts. Das Bild wieder hier. Stecken Schwertenstein. Das Excalibur? Warte, wir haben doch eine Spitzhacke irgendwo. Hm? Ja. Den können wir irgendwie nicht aufschneiden, oder? Die Ausdauer tanken. Muss ich vielleicht länger gedrückt halten? Einen Moment. So. Hey, irgendwie wird daraus nichts. Oder ich muss lang genug dran hauen. So, was fehlt noch? Hier fehlt noch was. Aber wäre geil gewesen, hätten wir jetzt ein besseres Schwert bekommen oder so, wenn wir das aufgeschlagen hätten. Man hier. Da liegt auf jeden Fall ein Bein und dann noch ein Arm. Da können wir die auch noch aufsammeln. Oder was ist das hier? Ah, hier sind Ritterturniere. Und ein Hufeisen, nice. 13 von 20. Ich glaube, wir müssten mal die Map ausführlicher hier durchsuchen. Ah, hier sind aber die Ritterspiele. Und hier MMA-Kämpfe. Ich glaube, hier werden wir uns endlich. Was? Ja? Ich habe keine Ahnung, was der von mir wollte. Absolut gar keine Ahnung. Hier unten gibt es aber auch noch was, die noch nicht erkundet haben. Die Insel zum Beispiel. Ich frage mich, ob wir da überhaupt hin können.
Wo ist ein Weg? So, wo sind wir jetzt? Ah, zu früh. Guy kennt anscheinend nur diesen einen Song. Hat nur ein Gefühl. Wie wechselt man hier nochmal? So, genau. Was haben wir hier? Aber hier scheint das irgendwie doch auch noch ein Hufeisen zu geben. Geht's denn von 20, nice. Wie viel haben wir insgesamt schon? Immer noch ein. Sind das Container? Gibt's Container? Ja, okay. Das nehme ich mal einen Hafen. Aber zu der Insel, diesem kleinen Stück, können wir irgendwie nicht hin, oder? Ich würde dazu gerne einen Weg finden, irgendwie da rüber zu kommen. Ja, von hier scheint das irgendwie nicht zu gehen. Anscheinend nicht. Egal. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Die Insel kann ja nicht einfach grundlos dort sein. Das hier scheint auch interessant zu sein. Da muss es auch irgendwas geben. So, wo sind wir genau? Hier. An der Burg. Ist auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall aus wie so eine Burg. Hoppla. Haben wir Kuchen? Nice. Können wir Leben wieder aufladen. Hier haben wir wieder ein Musikstück. Zwei fehlen uns noch. Ob wir die finden werden. Muss hier bestimmt auch irgendwas geben. Nö, schade. Hier wieder ein Waffenhändler. Wo waren wir noch gar nicht? Nur noch dort. Ah, aber der zählt hier jetzt als markiert. Irgendwie, dass wir da gewesen sind. Wie auch immer wir das geschafft haben. Also der ist auf jeden Fall jetzt aufgedeckt.
Ja, vielleicht war der auch einfach nur als Deko da. Gesundheit. Das ist auch irgendwo bei diesen Zwischenräumen hier. Hier haben wir wieder eine Ratte. Müssen wir hier auch mal vernünftig erkunden. Ja, da kommen wir nicht rein. Da, den hier bestimmt. Irgendwie müssen wir da rein. Ja, hier kommen wir nicht rein, ne? Ich will da aber rein. Lass mich rein. Gar nichts. Nein! Verdammt. Hau nur in die Bombe rein. Ah. From a baboon's bar.